Es gibt nur einen Fußball. Es gibt nicht Frauen- und Männerfußball. Es gibt Fußball. Und Frauenfußball ist Fußball. Also es gehört ja eine Verpflichtung dazu, auch hier den nächsten Schritt zu machen. Ein paar andere Ligen machen es uns vor. Der Erfolg der Engländer und Engländerinnen zeigt es. Und der Erfolg der Amerikanerinnen zeigt es uns auch, dass wir hier ein bisschen was aufzuholen haben. Man sieht, welche Persönlichkeiten jetzt die Auszeichnung eben schon bekommen haben. Und ja, ich freue mich enorm, jetzt auch einer der Preisträgerin zu sein und bin auch extrem stolz auf. Clara Bühl ist ein klassisches Beispiel für unsere Spielerinnen in Freiburg und für das, was wir dort machen als Ausbildungsverein. Und zwar klar für Frauen und für Männer. Und ich kenne sie als Jugendspielerin und es ist einfach großartig. Es ist das Schönste, was man sehen kann, wenn junge Jugendspielerinnen kommen und weiterentwickelt werden und heute die Fritz-Walter-Medaille kriegen. Es ist übrigens die 8. Fritz-Walter-Medaille, die man im Frauenfußball bekommt. Und darauf können wir durchaus stolz sein. Man fühlt sich geehrt, das gewonnen zu haben. Man ist froh darüber. Man hat viele Jahre darüber, versucht, sein Bestes zu geben und jetzt so ausgezeichnet zu werden, ist natürlich ein großer Schritt nach vorne. Ich würde mich vergleichen mit Mbappé, Aubameyang, eher so die schnelleren Spieler in der Spitze, die dann die 1 gegen 1 gewinnen, die Tore machen oder auch vorlegen.